Suchirandrasana ist die Nadelöhrstellung. Eine Stellung für Anfänger und Mittelstufe, um die Hüftflexibilität zu erhöhen. Von der Rückenlage ausgehend beuge die Knie und bring einen Fuß von vorne auf das Knie oder den Oberschenkel und versuche dabei, das Knie nach außen zu bringen, soweit das geht. Dabei entwickelst du etwas die Hüftflexibilität. Leichter geht es noch, wenn du dabei die Hand zwischen den Beinen hindurch gibst und so ziehst du das vordere Bein etwas mehr zu dir hin, hast den Knöchel so auf Knie oder Oberschenkel, versuchst das Knie dabei nach außen zu bringen und so entwickelst du sanft die Lotusflexibilität als Rotationsflexibilität. Die Stellung hilft natürlich auch den Hüftkreuzbeingelenken und ist eine sanfte Massage für die unteren Bauchmuskeln und unteren Bauchorgane, gerade wenn du dabei tief mit dem Bauch ein- und ausatmest.